Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet hier zu einer neuen Folge Crusader Kings 3 und unseren schlauen Fuchs. So, wir sind immer dabei hier, dass wir versuchen müssen, dass unsere Frau, die mittlerweile irgendwie an die Macht kommt. Das wäre gut. Da hätte man schon mal einen schönen Vorteil. Dazu müssen wir den einzigen Sohn, den er hat, irgendwie ausschalten. Nur dummerweise hat er eine recht hohe Chance, entdeckt zu werden, unser Mod-Komplott. Darum müssen wir hier ein bisschen auf die Mod-Komplott-Dingens gehen. Sonst wird es nämlich nicht. Und wir brauchen noch jede Menge Geld. Also auf jeden Fall brauchen wir noch den Königreich-Titel. Ganz dringend. Müssen wir mal gucken. Gefangene haben wir auch nicht wirklich, die wir verkaufen können. Also mal gucken, wie wir da an Geld kommen. Was noch machen könnte, ist beim Papst fragen. Und da brauchen wir wiederum ein wenig hiervon. Ich könnte ihn nicht treu schwören. Wow. Nee. Das machen wir nicht. Aber wir können sie unten mal das Teil holen. Die sind aber noch verbündet. Ist ein bisschen unpraktisch noch. Müssen wir mal gucken. Aber lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen laufen, würde ich sagen. Ah, wir haben den Ding erfolgreich beeinflusst. Da kriegen wir schon mal mehr Geld. Der hier ist ein bisschen unglücklich. Haben wir noch vielleicht was anderes? Nicht wirklich. Gut, tun wir hier mal Beziehung verbessern. Dass der uns nicht irgendwie töten will oder so. Das wäre schön. Ansonsten. Können wir nicht viel machen momentan. Wir können nur hoffen, dass der Typ hier drüben nicht stirbt. Der ist 47, das sollte gehen. Und die Gesundheit ist auch in Ordnung. Ein versuchter Mord. Duxtus von Tachin. Oh, nee. Graf. Dingens, du wolltest die Thymio umbringen. Das geht natürlich nicht. Wer bist denn du? Ach, du bist der Graf hier oben. Okay. Die sind alle schon verheiratet. Ich habe eh nur noch einen Sohn. Was gut ist, einer, das reicht völlig. Ich hätte gerne noch ein paar Töchter, das wäre gut. Das ist nicht gut, wenn die den umbringen wollen. Überhaupt nicht. Und wieder schwanger, sehr schön. Mitgefallen. Plausch, der entzückte Vasall. Spaziergang, bla bla. Wer bist denn du? Ach, hier unten der Vasall. Ist okay. Also wir müssen uns hier noch das Ding entschnappen. Habe ich dich schon als wichtig Person markiert? Nö. Wer bist du? Ach, du bist der, wer bist du? Der da unten, okay. Gucken wir, ob das überhaupt was bringt, wenn wir die als wichtige Person markieren. Da oben wird Krieg geführt. Okay. Toskana führt auch Krieg gegen Pontifikat. Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Wo können wir hier unseren Sohn verheiraten vielleicht? Die wollen kein Bündnis. Schade. Sehr schade. Und der erste Ringespielvorzug. So, wir müssten eigentlich hier hin, ne? Mod-Komplottstärke. Alles andere bringt uns nicht viel. Druck mit der Figieren-Komplott, das könnten wir machen. Ach, wir suchen ja schon Geheimnisse, ne? Oh, wir haben eins gegen den. Ach,
Du hast versucht, einen Mord zu machen. Aha. Könnt den erpressen. Habe ich denn was davon? Schauen wir mal. So. Könnt die Vormannschaft anbieten. Von den Dingens. Oder ich könnte noch Heirat erzwingen. Wie schaut's denn da aus? Ah, ich hab niemanden, ne? Mir fehlt eine Tochter. Okay. Sie ist natürlich blöd. Wir bräuchten noch jemanden, der uns beim Mob unterstützt. Gäste, Gäste, Gäste. Der Bischof vielleicht, ne? Oh, der Höfling wäre ja gut. Die uns unterstützen würde. Dann müssen wir da mal ein Druckmittel fingieren. 4 Jahre. Puh. Gut. Das Leoinda. Wer bist denn du? Ach, das ist ja sogar die. Ja, her damit. So, jetzt haben wir ein Druckmittel. Hervorragend. Das reicht vielleicht sogar schon. Ist ja die Frage, ob es reicht, ne? Das weiß man halt nicht. Sich wieder Gold ausgeben, ist auch geil. 8 Jahre. Blut unterstützen. Mord. 29%. Puh. Muss riskieren. Ich riskiere es mal. Was haben wir schon zu verlieren? So ist die Dinge. Nee, Leon, da können wir überzeugen. Ja, schon besser. Der Rest möchte nicht. Oh, der hier wäre gut. Ah, das ist der Radspitzel. Ah, den hätte ich. Ja, hätte ich lieber in Anspruch fingieren sollen. Jetzt habe ich ein Problem. Wenn ich das jetzt ändere. Wurde verschreckt. Minus 1000, okay, das bringt dann nicht viel. Ist alles so niedrig. Ich habe nichts zu gewinnen. Zurückhaltung, Meinung von mir. 73% Geheimhaltung. Ja, wir brauchen halt Geld, das ist das Problem. Eine Tochter, sehr schön. Wir haben keine besonderen Eigenschaften, ne? Nee. Wir können mal schauen, ob wir es schaffen, uns mit denen zu verheiraten. Druckmittel? Würde gehen. Martina, geht das auch? Nee. Jetzt hätten wir zumindest einen Fuß in der Tür, ne? Wo haben wir denn sonst noch Chancen? Wie schaut's denn hier aus? Du hast keinen Erben. Hier unten? Da wäre einer. Ich könnte es tun.
Aber matrilinear klappt halt nicht, das ist das Problem. Sind verwandt. Ach komm. Habt ihr hier so. Schade, dass wir den eigenen Vater nicht in das Mordkomplott mit reinnehmen können. Das wär's doch. Dass sie nur 29 hat, ist echt wenig. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Das liegt bestimmt da an den Ratsspitzel. Den kriege ich nicht überzeugt. Den hier maximal noch. Das ist eine reine Glückssache hier. Das ist schwierig. Wie schaut's denn hier aus? Oh, du bist im Krieg. Ja, da kriege ich auch keine Warnung. Das ist echt sinnlos hier mit dem. Okay, ich würde mal sagen, wir greifen da mal an. Ja. Ah, 2000. Wieso hat er so viel Verbündete? Ah, der andere hat Söldner. Ah ja. Hast du eine Schwester oder gefangen genommen? Da oben. Ah, okay. Wir haben einen Toten zu beklagen. Das ist aber kein Problem. Oh, ein Fest mal. Das ist doch schön. Na, hoffentlich lohnt sich das. Ja, das sehe ich auch so. Was? Fraktion gegen uns geschaffen? Italienische ikonalistische Populisten. What? Wo denn? Oh. Ich habe da oben was geerbt. Okay. Cool. Nehme ich gerne mit. Wo tust denn du da hinten? Ja, tu mal da. Da habe ich echt da oben was bekommen, ey. Manchmal ist das Schloss sehr verwirrend, wenn man da überall was bekommt. So, ich hau's denn hier aus. Ist da was dazugekommen? Nö. Druckmittel wäre halt gut, ne? Krieg ich aber nicht. Ich könnte eine Pilgerreise machen, da werde ich zumindest Frömmigkeit bekommen. Mindestens 50. So, wo ist denn der Anführer? Da unten, ne? Halt, der hier. Oder? Wo bist du gar? Stehst du irgendwo? Ah, der ist hier. Oder? Nee, befindet sich in... Da unten. Das ist natürlich unpraktisch für uns. Das warten, bis er seine Söldner wieder verliert. Da oben gab es irgendeinen Krieg anscheinend. Okay. Titel können geschaffen werden, ja. Würde ich auch gern machen. Kaum genutzter Pfad. 58% ist halt nicht viel. Hm, 58% ist echt schwierig. Wir riskieren es mal, komm. Ah, wurde vereitelt.
Messer im Rücken hätte es auch getan. Beende das Komplott. Müsst 2 Jahre warten. Das ist schwierig. Beim ersten Mal nicht klappt. Ja, jetzt ist der wahrscheinlich aufgedeckt, oder? Nee. Aber gar kein Druckmittel mehr, ne? Auf der Hut. Komm, wir versuchen es nochmal. Kann es so schwer sein? In die Kriege rufen? Oh. Gegen? Ja, oben. Ja, klar. Ich helfe doch gern. Oder greift er an? Ja, er greift an. Aber ich will jetzt ungern eine Armee ausheben. So viel dazu. So viel dazu. Na, toll. Lief ja super. Das heißt, wir müssen ein bisschen Moment. Ach hier, war falsch. Wir müssen ein bisschen die Leute hier fragen. Beziehungsweise davon überzeugen. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine fragen. Wo sind die? Die nicht mehr am Hof. Was? Wer verbirgt was? Timan? Wer bist du? Schauen wir mal, was er so für ein Geheimnis hat. Eine sexuelle abartige Lebensweise ist ein perverser. Turnierprobleme, ach man. Mein Halbbruder wird mein bester Freund. Ja, warum nicht? Einen guten Freund kann man immer gebrauchen. Wieso wird er schon wieder nichts ausgehoben? Der Kram ist immer noch ein bisschen verpackt. Schlimm, schlimm. So, wie schaut's denn hier aus? Er hat immer noch Söldner. Fraktionen. Ja, die einen, okay. Dann wird die Beziehung verbessert. Achso, ich wollte ja mal gucken. Oh, das ist schon der Krieg wieder zu Ende. Geheimnisse aufspielen wollte ich noch. Und hier so ein paar Druckmittel fingieren. Ich habe leider nichts bekommen, aber er hat Haufen hier oben bekommen. Eine Affäre von Robert de Fer. Wer ist das? Ein Ritter von uns. Das muss die Welt erfahren. Mit wem denn? Der Halbschwester von uns? Was? Unglaublich. Ja, gleich mal erpressen. Einfach 50% los. Erpressung abgelehnt. Okay. Toll, die Schwester. Könnte ein Gelübde fordern.
Kann ich irgendwie was daraus schlagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist noch einer. Nicht aufdecken. Komm, wir decken das mal auf. Perverser. Kann ich einkerkern? Den Hof verlassen, ne? Eher nicht so doll. Kann ich irgendwie was daraus schlagen? Nee, ich kann kein Geld nehmen, das ist doof. Okay. Ey, 100 Gold. Nee. Oh, der ist bald tot. Warten wir noch so lang. Wie geht's denn hier unseren Typen? Der ist immer noch am Leben, sehr gut. Ein kleines Experiment. Mit unserem Ratsmarschall, nee. Freundschaft und Erpressen. Komm, wir machen eine Freundschaft. Freundschaften sind doch gut. Da sind wir auch schon auf einem guten Weg. Angehender Ruhestifter bist du. So, so. Rauflustig, sehr schön. Damit können wir doch was anfangen. Versuchen wir noch das mit der Heirat. Oh, der Halbschätzer geht auch. Geht das Matrilena? Nee, ne? Ach, 16. Könnte man mit der Tochter verheiraten. Davon habe ich aber nichts, weil ich einem anderen Haus angehört. Das bringt mir dann schon mal gar nichts. Keine Kinder. Schauen wir, was da ausschaut. Da könnte man ein Bündnis rausschlagen. Ich habe einfach zu viel Bündnisse, das ist das Problem. Oh, da hat einer die Kultur gewechselt, das finde ich gut. Das ist ja hervorragend. Oh, ihr wäre noch ein guter Kämpfer, aber ich würde das Geld gerne sparen. Was bist denn du für einer? Eigentlich müsste ich dich ja hinrichten, ne? Komm weg mit dir. Ich greife jetzt da an. Ich riskiere es. Oder? Oh Gott, ist das schwierig. Jetzt bräuchte man doch einen Button, wo man sagen kann, du kommst alle mit. Ich habe so viele Verbündete. Sollte eigentlich machbar sein. Du. Kannst heiraten? Ja. Ich hätte gern Matrilena. Machen wir es so. So. Wir rufen mal unsere Leute in den Krieg. Weil er mag uns nicht. Du magst uns nicht. Du bist die Grafschaft. Wieso auch nicht? Ich kann nicht mehr einladen. So. Dann erobern wir das mal eben.
kann gar nicht so viel in den Krieg mit reinrufen, weil ich gar nicht so viel habe. Oh, nee, oder? Jetzt dauert das zu lange. 20 Monate. Hm. 50 Gold. Wieso kannst du deinen Lehnsherrn leiden? Gar nicht. Gut. Wieso hat das noch 25? Er mag nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ah, da tun wir noch Druckmittel fingieren. Ist okay. Aha. Ah, musst du dich ja jetzt genau mit draufstellen? Das finde ich irgendwie nicht gut. Ich musste mal draufklopfen. So. Erlege ich doch mal. Danke. Ach, sehr geil. Direkt mal die richtige Geißel gefangen genommen. Nice, 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 nice. So gefällt mir das. Ich hoffe, ich habe noch Gefangene gemacht. Nö, schade. Sehr schade. Ja, das könnte ich jetzt selber behalten. Was ich vielleicht auch tun sollte. Wir konvertieren das Ganze mal. So. Und... wir haben die volle Kontrolle. Okay, dann nicht. Dann da vielleicht noch. Sehr schön. Habe ich Frömmigkeit bekommen? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Warum sollte ich auch? Bis wann hast du jetzt auf der Hut? Bis 19. Oktober 1080. Auch ist ja gar nicht mehr so lang. Den geht's ja. Was? Wie? Verringern? Verteidigung von euch gegen wir werden verringert. Nichts da. Zu derben Druckmittel bekommen. Das ist natürlich nicht so toll. Was willst du? Herzogin Gattin. Oh. Ja, es bringt mir nichts. Die Gattin bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Die wird kaum ihren eigenen Sohn töten. So, ich muss den irgendwie ausschalten. Ich könnte die Vormundschaft anbieten, das wäre noch eine Idee. Dann kommt jetzt nämlich zu mir an den Hof, wenn ich das richtig sehe, ne? So. Fan der Heimat bist du. Oh. Oh. Das ist eine Top-Ärztin. Ein angesehener Arzt. Cool. Du bist denn du? Du bist Kacke. Okay, tun wir noch gerade die andere Ärztin rein. Wenn ich sie finde. Und das mal so. Nee, ist auch nicht besser. Katholisch. Was hat die gehabt? 16 oder so, ne? Oh. Ach nee. Ich muss gucken. Hinten muss ich gucken. 17. Da ist er. Du wirst mein Hofarzt. Sehr gut. Gut.
erste Mordkomplott hat leider nicht so ganz geklappt, aber das macht nichts. Vielleicht schaffen wir es nochmal und dann kriegen wir hoffentlich irgendwie was von den Drohnen. Ansonsten machen wir wieder Schluss für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.